So, Freunde, auf geht's! Willkommen zurück hier auf dem Kanal mit mir, eurem White. Und ja, Freunde, heute spielen wir Torchlight 2, Freunde. Ja, vielen Dank an Perfect World, die dieses Video unterstützen. Also vielen Dank, Perfect World. Ja, Freunde. Und ja, Freunde, Torchlight 2 ist jetzt auch endlich für Nintendo Switch erschienen. Diesen Monat, 3. September, sollte es oder müsste es, glaube ich, gewesen sein, Freunde. Und ja, das erste Mal, dass Torchlight 2 erschienen war 2012 gewesen, von einigen Diablo-Machern entworfen. Und ja, Freunde, sieht man natürlich auch, ne? Ein klassisches Hack'n'Slay RPG, Freunde. Sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Mir gefällt die Grafik wirklich wieder sehr. Ja, richtig schön bunt. Das geht auf jeden Fall klar. Und Freunde, wenn ihr, beziehungsweise wenn ihr das Spiel... Achso, ich muss Start drücken. Ha. Es gibt exklusive Inhalte für die Nintendo Switch, Freunde. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier einen neuen Charakter machen. Wir können da nämlich verschiedene... ja, Klassen wählen. Ja, wir haben zum Beispiel den Vagant. Ja, richtig cool mit, natürlich mit zwei Waffen. Man kennt ihn, Freunde. Ja, den Glutsteinmagier. Guck mal, der Tausti ist geil, Alter. Den Berserker. Der macht da einen auf Wiesel, da. Wahnsinn. Und der Ingenieur, Freunde. Okay, man kennt ihn. Und man kennt ihn auf jeden Fall. Also vier verschiedene Klassen haben wir hier am Start. Jeder hat natürlich seine exklusive Waffe. Ja, also jeder hat seine anderen Fähigkeiten etc. pp. Man kann männlich, weiblich wählen. Man kann verschiedene Gesichter auswählen für die jeweiligen Charaktere. Man kann natürlich auch verschiedene Haare wählen. Man kann verschiedene Haarfarben wählen. Also da kann man auf jeden Fall ordentlich Vollgas geben. Ja, unser... guck mal, der heißt Heinz. Okay. Okay, wir kommen jetzt gleich zu dem exklusiven Inhalt, Freunde. Ja, lass uns mal eben kurz unseren Charakter machen. Ich glaube, ich bin eigentlich immer einer, der vom Weiten angreift. Also entweder nehme ich den Vagant oder ich nehme den Glutsteinmagier. Ich glaube, ich nehme den Magier, Kopf, Freunde. Ich glaube, wir nehmen den Magier. Aber wir nehmen den natürlich im männlich. So, jetzt machen wir ein anderes Gesicht noch. Ach, guck mal hier. Ah ja, der sieht aus wie so ein Magier. Frisur, guck mal, die Glatze war eigentlich ganz gut. Ne? Okay, meine Haare fallen ja auch bald aus. Haarfarbe auf Glatze geht natürlich immer. Also Name ist Heinz. Ja, Heinz lasse ich. Heinz geht immer. So, weiter. So, Freunde, jetzt haben wir hier einen Dachs. Ja, eine Eule. Ein Panda. Nein, oh, Freunde, da ist es. Da ist es, Alter, voll gut, ey. Man kann als Haustier, ja, als Begleiter, der Begleiter, der kämpft mit euch, ja, der verkauft auch euren unbrauchbaren Loot automatisch. Also das ist auf jeden Fall ganz cool, der hilft euch da wirklich in dem Spiel. Und das Einhorn ist exklusiv für Nintendo Switch, Freunde. Ja, also da bekommt ihr wirklich nur dieses Einhorn. Und ihr habt dann nämlich auch vier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Guck mal, im Pink, Alter. Ich werde bekloppt. Ey, voll gut hier. Schön den Regenbogen. Das geht immer, Freunde. Regenbogen, wir nehmen auf jeden Fall Regen. Oder nehmen wir den Pink. Guck mal, der heißt Bowser, Alter. Ich werde bekloppt. Der heißt Bowser. Ich war das nicht. Ich habe das nicht eingestellt. Ich kann doch nichts dafür, dass der Bowser heißt. So, Schwierigkeitsgrad. Ich muss sagen, ich habe gerade einmal kurz reingeschaut. Hat er auf normal gespielt? Es war schon wirklich easy gewesen auf normal. Ja, also, wir können da, glaube ich, ruhig einen hochgehen. Wir gehen mal auf Veteran. Hardcore natürlich noch nicht. Aber wir gehen auf Veteran. Sollte auf jeden Fall klappen. Okay, jetzt haben wir unser Charakter erstellt. Jetzt können wir das Spiel starten. Let's go. Deep beneath Torchlight, a darkness gathered. Three heroes confronted the beast called Ordrock. Yet even in death, Ordrock's corrupted heart endured and called out. Yeah.
Heroes may fall. Hope may fade. But new heroes will rise. Ich bin der neue Hero. Ich bin der neue Hero. So, Leute, da sind wir auch schon. So, ich bin Heinz. Da ist Bowser. Mein super Einhorn. Warte mal, ich kann auch näher dran. Ey. Guck mal, Alter, voll gut. Ey. Voll geil mit dem Einhorn. Finde ich richtig geil. Einhorn. So, Freunde, da sind wir. Und links könnt ihr sehen, da haben wir nämlich unsere Tastenbelegungen. Auf A haben wir den normalen Standardangriff. Da haut er nämlich mit seinem Zauberstab drauf. Auf B machen wir momentan Feuerattacken, da geht dann nämlich auch das blaue, nennen wir es Mana, runter. Und auf Rot haben wir dann nämlich unsere Lebensanzeige. Ja, mit L und R können wir dann nämlich Mana oder halt Heilung zufügen. Und ja, wir können auf die anderen Tastenbelegungen können wir dann wahrscheinlich, denke ich mal, das ein oder andere noch mit draufpacken dann hier. Denn wir haben hier verschiedene Fähigkeiten, die wir auswählen können. Momentan ist hier der Magma-Speer ausgerüstet. Man kriegt dann auch Fähigkeitspunkte. Attribute kann man natürlich auch bei Levelaufstieg erhöhen. Begleiter geht natürlich auch, wie gesagt, ne, da geht einiges, Freunde. Gut, ach, jetzt ist er auf defensiv. Alter, der ist voll aggressiv, das Vieh. Das sehe ich doch, Alter. Hier können wir dann nämlich auswählen. 4 Fähigkeiten, Zaubersprüche, Tränke, Fische. Ah ja, Schriftrollen, Basisangriff. Okay. Gut, können wir dann hinterher alles machen. Na gut, Freunde, okay, fangen wir an. Hier vorne ist auch schon die erste Quest. Beim Zerstörer natürlich. Für mich ist hier Ende. Ihr müsst weiter zur Enklave der Esterianer. Aber von jetzt an seid ihr auf euch gestellt. Sagt ihnen, dass der Alchemist Torchlight zerstört hat. Und warnt sie, denn er ist auf dem Weg zu ihnen. Wenn er nicht schon dort ist. Okay. Okay, Questbelohnungen auf X. Wenn wir das abschließen, bekommen wir hier einen Wanderstab, einen Giftzauberstab oder einen Eiszauberstab. Können wir uns dann nämlich aussuchen. Aber die sind alle erst Stufe 4, das heißt, wir können die sowieso noch nicht ausrüsten. Okay, Quest. Eine Quest bekommen. Ja. Gut ist auch, dass das vorgelesen wird, weil ich hasse Lesen in Spielen. Okay, fangen wir an. Ja, ich würde sagen, ja, ne, warte mal, kann ich da ins Haus erst rein? Warte mal. Nee, kann ich natürlich nicht. Okay. Alles klar. So, Leute, jetzt geht's los. Achso, was ist denn überhaupt meine Quest? Warnt die Esterianer. Geht über den Echopost zur Enklave und warnt. Alles klar. Okay, wir müssen welche warnen. Okay, hier liegen schon einige. Jawohl, Einhorn, greif an! Ja, boah, kritischer Treffer. Jawohl. Mach sie fertig. Wo habe ich die Lebensanzeige von meinem Einhorn? Bam, 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 bam. So, komm her. Oh Gott, die halten mehr aus. Ja, ich habe gerade auf normal gespielt. Da waren die One-Hit gewesen. Oh mein Gott, wo kommen die denn her? Die waren gerade noch nicht da. Ich schwör's euch. Aber da ist das Gute, denn jede Welt hier, die ist immer dann neu generiert. Ja, also es passiert nicht immer dasselbe. Das ist nämlich immer das, ist nämlich immer das Coole daran. Nice! Oh mein Einhorn, Alter, rastet voll aus, ey, voll gut. So, wir können auch näher dran, ne, aber dann sehe ich nichts, ne. Ich gehe lieber von oben, würde ich sagen. Ins Wasser kann ich nicht, okay. Ach, guck mal, hier ist eine Schatztruhe. Ah ja, nice. Okay, na komm mit, Bowser. Wir müssen weiter. Können wir schon wieder welche? Rattlinge. Bam, boah. Shit, Alter, jetzt kriege ich aber richtig Schaden hier, ne. Da muss ich erstmal eine Heilung reinsetzen. Oh Gott, wo kommen die denn her? Ah doch, der kriegt Schaden. Okay, das habe ich gar nicht gesehen da oben. Stufenaufstieg. Okay, mega. Jetzt müsste ich doch... Ach, guck mal da. Wir haben jetzt leichte Handschuhe bekommen und eine leichte Kappe. Alles klar, die, ach, die wird sofort ausgerüstet. Sehr gut. Ja, wir haben jetzt Stufenaufstieg. Jetzt haben wir Fähigkeitspunkte. Ich könnte ja jetzt Prismablitz oder Eisschauer. Ah ja. Komm, wir machen mal den Eisschauer rein hier. Tastenbelegung, alles klar. So, Tastenbelegung knallen wir natürlich rein, Freunde. Wo packen wir das hin? B, Y ist da. Ne? Okay, dann packen wir das auf Y, würde ich sagen. Zack, zack. Okay, alles klar. Ja, Mann. Ah, warte mal, wir haben auch neue Attributenpunkte. Stärke geht immer. Was ist das hier? Geschick geht auch immer. Fokus. Fokus ist gut für Mana erhöht. Na gut, dann machen wir auf jeden Fall mal. Vitalität zweimal, Stärke einmal, das einmal. Okay, passt. Fertig. Passt. Gut. Ah ja, guck mal her. Ja, guck mal, die haben doch alle was drin bei sich. Das gibt's doch gar nicht. Greif an, greif an. Einhorn, komm her. Ich brauch dich. I need you. Mana nicht ausreichend. Mana nicht ausreichend? What? Schön. Leichte Handschuhe wieder bekommen. Muss ich da gucken, ob die ein bisschen stärker sind als die anderen. Gehen wir hier lang, obwohl ich da oben eigentlich lang muss. Aber wir gehen jetzt erstmal hier lang.
Alter. Bam. Knall die Wand. Komm her. Bowser. Hilf mir. Nein. Ah, den muss ich retten, ne? Kann das sein? Nee. Aber der hat auch noch eine Quest für mich. Warte mal, was ist das hier? Leichter Waffenrock. Ah, da ändert... Ach, guck mal, der ändert sich. Es geschafft hat. Ja. Jetzt darf ich mir was aussuchen. Ein Feuerzauberstab, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen... Ja, nehmen wir. Okay, nice. So, Feuerzauberstab, wo ist der? Da, guck mal, der ist ja sofort stärker als mein Innerstab hier. Will ich irgendwann verkaufen. Okay, da oben komme ich nicht lang. Ich muss hier lang. Guck mal, jetzt geht ab hier. Guck mal, jetzt habe ich auch Fernangriffe hier. Und ich bin auch gleich kaputt. Boah, schön. Ja! Yeah. Mein kaputt, mein kaputt! Verschlossene Truhe, wieso? Oh mein Gott! Hilf mir, hilf mir, hilf mir! Ah, der zieht überhaupt nichts ab hier, der Lappen. Ah, der zieht überhaupt nichts ab! Ja, Mann! Guck mal, gar nichts kann er, gar nichts konnte er. So, warte mal. Jetzt kann ich den tragen, den Schlagring. Ah, der war Stufe 3. Ah! Okay, die Hose ist angelegt, die Schuhe sind angelegt, der Waffenrock ist auch klar. Die Handschuhe, die kann ich erst ab Stufe... Warum kann ich die nicht anziehen? Weiß ich nicht, okay. So, wir haben wieder einen neuen Punkt. Ich könnte meine Feuer... warte mal, was ist das denn? Aufladungsmeister, schon weiß das. Durch euren meisterlichen Umgang mit Aufladung erhaltet sie schneller und... Okay. Ja, nice. So, Attribute, wieder 5 Punkte. Gehen wir natürlich erstmal. Okay, erstmal wieder drauf. Eins. Dann machen wir so. 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 Okay. Aber ich greife mit dem Schlagring nicht an, ne? Da bräuchte ich dann wieder die andere Waffe. Wo kommt der denn her? Er kommt da aus dem brennenden Haus gerannt, Alter. Ich werde eine grobe Kanone. Wie cool ist das denn? Nee, komm, wir nehmen mal das Breitschwert. Als Magier nehmen wir mal das Breitschwert, komm. Wir können ja immer noch zaubern. Heißt ja nicht... Ah, hier bin ich richtig. Ah, okay. Da ist... Alter, wo kommt er denn her? Hilf mir, hilf mir. Schön. Ah, da ist so eine Kiste. Ich wollte doch sagen, irgendwo haben wir bestimmt eine... Eine Großkeule. Gott. Okay. Okay, hier... Ach so, okay. So, jetzt sind wir bei den Esterianern. Hier komme ich rüber. Ah, guck mal, die da oben muss ich... Seid mir willkommen. Das ist eine Händlerin, ne? Kann ich hier alles verkaufen? Ach nee, da kann ich kaufen. Kann ich auch verkaufen? Nee, bei ihr nicht, ne? Ach, hier ist... Ah, guck mal, hier. Geheimes Lager, 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 Lager. Hier ist ein Schmied. Willkommen. Bei dem kann ich schmieden. Was ist er denn für einer? Ich bin Captain Jacobi, Pilot des besten ikonischen Glutsteinmobils. Wir laden gerade noch Fracht und Vorräte. Dann brechen... Okay. Ja, ich muss gleich erstmal mit der reden, da. Fähigkeiten, Neuverteiler. Ah, okay. Okay, da kann ich, da ist ein Dummy, da kann ich auf jeden Fall testen. Okay, mit dem muss ich auch noch nicht reden. Ein Angelloch. Ein Fisch? Okay. So, Großregent Eldrian. Warnung, aber sie kommt zu spät. Dieser Alchemist war bereits hier und ist wieder fort. Und ich konnte ihn mit Mühe und Not davon abhalten, in die Enklave einzudringen. Trotzdem wurden dabei viele Esterianer verwundet. Und inzwischen sind ein paar weitere krank geworden. Wir wissen nicht genau, was die Krankheit verursacht. Nach seinem missglückten Angriff hier zog der Alchemist weiter nach Süden, in die Tempelsteppe.
Kurze Zeit später trafen Kommandeurin Vale und ihre Truppen ein und verfolgten ihn in der Hoffnung, weiteren Schaden abzuwenden. Okay. Wanderstab mit 42, Giftzauberstab 54, aber die Stufe 8 habe ich noch lange nicht erreicht. Aber ich könnte den Wanderstab nehmen. Soll ich den nehmen? Der ist zweihändig. Komm, den nehme ich. Kommandeurin Vale glaubt, der Alchemist könnte den Urquelltempel angreifen und dort an die Wächterin des Wassers heranzukommen. Was er Niederträchtiges mit ihr vorhat, kann ich nur vermuten. Weder von Vale noch von der Wächterin habe ich etwas gehört. Seht euch im Urquelltempel um und findet heraus, ob die Wächterin des Wassers in Gefahr ist. Machen wir, alles klar. So. Ihr habt eine Quest bekommen. Ich weiß. So, zur Tempelsteppe über dem Pfad der verehrten Toten. Ja, okay. Ja, aber gut. Ob ich jetzt Friedhof gehe oder Tote, ist doch scheißegal. Okay, let's go. Pfad der verehrten Toten. Nicht Einhorn! Bowser! Gott, es greift einfach nur an. Alter, guck mal, jetzt kommt's gar nicht mehr klar. Habt ihr gesehen? Wahnsinn. Der steht da auf, oder? Nee. Gott. Schön. Er steht auf. Er steht einfach auf. Boah, schön. Boah, jetzt mach ich Schaden, ne? Geil. Ich komm, Bowser. Bam. Bam, Alter, der Stab geht ja richtig ab. Weil ich seit Bauern Faustbüchse. Alter, ne Schu. Ich will einmal damit schießen. Ja, ist ja gut. Ich nehme trotzdem meinen Wand. Alter, mein Bowser kommt nicht an. Guck mal, nein, Bowser! Bowser hängt fest. Oh Gott, Bowser hängt fest. Ja, Bowser hängt fest. Lässt du Bowser in Ruhe? Komm, Bowser, komm. Bowser hängt fest. Scheiße. Bowser, du bist so fett. Komm raus. Bitte. Da ist es wieder. Es hat sich befreit mit magischer Kraft. Warte mal, den krieg ich doch so, oder? Ein Nut. Bam, 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 bam. Ich brauche eure Hilfe. Okay. Die Schriftrolle des Anum Irek. Ihr müsst der Mensch sein, von dem die Estianer so viel erzählen. Ich bin froh, dass ich euch treffe. Großregent Eldrian hat mich hergeschickt, um die Schriftrolle des Anom Irek aus einer Schatzkammer. Alles klar. Mach ich. Ich gehe da in die Schatzkammer rein. Das ist doch gar kein Problem für mich. Okay, verderbte Gruft Ebene 1. Bam. Ja, steht mal ruhig auf, ja? Ist okay. Alter, guck mal, er kriecht hinter mir her. Alter, jetzt kommen meine Prisma-Blitze. Zack, zack, gefällt euch das, ja? Ah, nee, das... Bam, das sind die Prisma-Blitze, ja. Yeah. Lässt du mein Einhorn in Ruhe? Ekel. Das ist ein Schleim neben mir, habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott, die springen von oben runter. Oh Gott, wer ist er denn? Gefallener Wächter. Alter, da falle ich auch gleich, ey. Mana nicht ausreichend, sagt sie. Oh mein Gott. Nein! Oh Gott. Oh Gott! Er zieht ja gar nichts ab. Was? Wer ist geflohen? Euer Begleiter ist geflohen, er ist verwundet. Und ich bin... Gott, Alter, das gibt's doch gar nicht. Oh, ich hätte mich mal aufwerten sollen, ne? Gott. Kann ich mich aufwerten? Einhorn, mach mal, greif an. Nein, hier sind noch so viele Gegner, Alter. Oh. Wo ist er? Oh Gott, er ist da. Er kommt nicht so weit. Kann ich ohne Probleme? Nein, kann ich nicht. Gott. Oh Gott. Ich hab auch kein Leben mehr. Oh mein Gott. Schön.
Aber jetzt ist... Alter! Ist das hässlich! Oh Gott, er kommt. Es kommt. Es kommt. Okay. Ich bekomme gar kein Leben dazu! Oh. Hau ab! Ist er tot? Mein Einhorn hat geregelt! Ihr habt eine Quest abgeschlossen. Mein Einhorn hat's geregelt, Alter, ich werd bekloppt. Wahnsinn! Wahnsinn, mein Bowser hat richtig geregelt. Also, ich habe gelernt, man soll... Oh. Man sollte auf jeden Fall nicht so hart mit den... Ja, mit den Heiltränken so um sich werfen. Da kommt man nämlich nicht voran. Das sag ich euch. Guck mal, ich habe jetzt immer noch keine Heiltränke. So, ich gebe jetzt die Quest ab. Was bekomme ich dafür? Danke sehr. Bitte. Ah ja. Firim, ne. Ich will eigentlich was für mich. Kriege aber nichts. Okay, ich nehme das einfach. Okay, passt. So, Leute. Ach, guck mal hier. Ich habe neue Waffen. Alter, ein 50er Speer. Leck mich. Okay, Leute, das war's gewesen. Das war Torchlight 2. Freunde, ich muss sagen, für 20 Euro, ja, da kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Das lässt sich ordentlich spielen. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Wenn ihr Freunde, also ich habe keine Freunde, deswegen spiele ich das alleine, ja, aber ich denke mal, ihr habt Freunde, ja, Freunde. ihr habt es gemerkt, ne? Ja, mit mehr macht es natürlich auch Spaß. Mehr Spaß natürlich. Hat natürlich auch einen Online-Modus mit bis zu 4 Spielern. Da kann man auf jeden Fall ordentlich Gas geben. Und ja, Freunde, deswegen nochmals vielen Dank an Perfect World, die das Video unterstützt haben. Und vielen Dank an alle, die dabei waren, die zugeschaut haben. Und ja, schaut unten in die Videobeschreibung, da gibt es alle Infos zum Spiel. Also Freunde, bis dann, alles Gute, haut rein, euer Whitey. Dankeschön.